This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. This night requires songs on earth. Herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ich wollte heute euch mal wieder was zeigen, nur mal so einen kurzen Overview machen für euch. Morgen früh fahre ich los, geht's mal wieder in den Harz, ein bisschen wandern. Und ich zeige euch mal eben meinen Rucksack, was ich so gepackt habe. Ja, als erstes dachte ich, ich kriege das Gerumpel in meinen Klettermüsengung da rein. Ein älterer Klettermusenrucksack, robust, einfach, simpel, geile Teile. Trägt sich sehr gut, mag ich sehr gern das Ding, deswegen habe ich es wieder versucht. Aber ich habe diesmal ein bisschen viel Klimbim mit. Und da müssen wir mal ein bisschen, musste ich dann nochmal umpacken. Also der kam dann mal eben weg. Und raus kam dann wieder mal das altbewährte Arbeitspferd. Der Osprey Ceres 50, den habe ich schon seit Jahren. Ist ein endgeiler Rucksack, ist eigentlich ein Kletterrucksack. Und ja, ich möchte euch heute mal eben vorführen, was ich so alles da drin habe. So, nebenbei noch mal eben erwähnt die Ausrüstung meines Hundes Schako. So, hier haben wir 3,8 Kilo, darf er tragen. 3,8 Kilo Schako heißt. Er hat hier einen Rough Gear Hunderucksack. In dem Hunderucksack haben wir für abends, wenn er durch ist und nass ist, seinen Mantel. Das ist so ein Hundemantel mit Vlies innen und außen so einer Membran. Hier ist auch schon ein Brandloch drin, weil er so gern am Feuer warm liegt. Mit so einem Fellkragen, da fühlt er sich immer abends dran wohl. Das genießt er richtig. Futter natürlich einpacken. Seine Hundewurst, ein Kackbeutel, falls wir irgendwie doch mal irgendwo durch die Stadt kommen. Hier ist wichtig sein Gore-Tex Biwaksack. Ich habe Schako einen Biwaksack genäht bzw. umgebaut. Zeige ich euch gleich nochmal eben. Hier nochmal ein Kackbeutel, zwei Würste hat er und der Rest ist eben Futter. In kleine Beutel verteilt, damit ich das Gewicht immer anpassen kann, damit das in der Waage ist, weil sonst, wenn das einseitig schwer wird, rutscht das dann immer so einseitig rüber. Und dann läuft der immer so ein bisschen schräg, das ist unangenehm für ihn. Biwaksack für den Hund, für den Winter, ist ultra wichtig. Der Hund kriegt dann hier die Matte mit rein, dieses Sitzpad. Da liegt er drauf, so kriegt er Wärme von unten und reflektiert die Wärme. Und ihm wird wieder warm, das Ganze mit dem Mantel, und dann kommt er in diesen Biwaksack rein. Das ist ein alter Armee-Biwaksack. Den habe ich einfach den unteren Teil abgeschnitten, den runden Teil. Und jetzt haben wir hier so diese Größe. Und das lege ich dann so auf den Boden und dann kann er hier reinkrabbeln. Und dann hier zieht man so ein bisschen zu. Dann kann die Birne guckt dann raus. So hat er eine Wärmeglocke und das dreht sich einfach darum. Das Geile ist, das funktioniert rattengeil. Der Hund genießt es, er hat ein bisschen Höhle, kann sich verkriechen, liegt in der Abseite. Ihm ist warm, ihm wird wieder warm und durch die Gore-Tex-Membran kann die Feuchtigkeit aus seinem Fell abdampfen und er trocknet auch. Also kann ich euch nur empfehlen, kauft euch mal so einen billigen alten Armee-Biwaksack. Die gibt es für einen Appel und ein Ei, der kann ruhig verschlissen sein bei eBay, irgendein Militärier-Versand. Und dann könnt ihr, nehmt da einfach den, schneidet da ab, auf links eben innen drin hier zusammennähen. Ne? Mit einer Doppelnaht habe ich das zusammengenäht und
Jo, dann hält das. Hund kann da rein und ihm geht's gut. Das ist noch so für Hundehalter, die gern mit ihrem Hund auf Tour gehen, ist das eine richtig geile Sache. Da tut ihr eurem Hund richtig was Gutes. Der freut sich irre, wenn er da abends rein kann. So, zuallererst Stiefel trage ich hier diesmal wieder Lundhags Vendra High Stiefel. Die sind ziemlich geil, die werden einfach, ihr habt da drin, die haben keinerlei Polsterung. Polsterungen sind sehr leicht, sind sehr flexibel, aber super geil bequem, wenn ihr da, die muss man mit zwei Paar Wollsocken tragen. Und dann übernehmen die einer so eine dünnere Leinersocke, eine dickere Socke und dann übernimmt die Socke die Polsterung. Und die Stiefel sind ziemlich steif, also kommt aus dem Norden, bis zum Schaftrand oben wasserdicht. Wenn man mal in Matsch läuft oder so, läuft ist das alles gut. Ja, hier die zwei Paar Socken von Ölfrotte oder wie heißt das jetzt, Woolpower. Die werde ich dazu tragen. Unter trage ich ein Icebreaker T-Shirt, Wolle, Merino Wolle. Eine Icebreaker kurze Unterhose und als Tourenhose eine Sasta Hiker. Kennt ihr Sasta? Ist eine finnische Firma, macht cooles Zeug. Ne? Man kann kaum sehen, so. Sasta Hiker. In meiner Hiker-Tasche kommt immer ein altmodisches Herrentaschentuch. Und dann habe ich noch eine kleine Taschenlampe hier drin. Das hier ist so eine, wie heißt die noch? Ach, ist auch egal, so ein Titanteilchen. Ziemlich hell, ziemlich klein mit einer AAA. Das war, welche Firma waren das noch? Hab ich wieder vergessen. Ist auch egal, Taschenlampen sind für mich so, gibt es 1000 Millionen Stück in der gleichen Fasson und immer mit verschiedenen Namen drauf. Super leichte Hose, Stretch-Besatz, also ist so schön zum Wandern. Meist wird einem beim Wandern ja doch eher zu warm. Als Überpullover habe ich, wie seit Jahren, benutze ich den, also ich habe den wirklich schon 10, 12 Jahre und der ist immer noch in bester Fasson. Das ist der Klettermüsen Mithril Kevlar. Der ist super geil. Das ist so ein Kevlar-Besatz, geht nicht kaputt. Was ich bewundernswert finde, auch nach Jahren, ist der Stretch-Bereich immer noch voll im Gange. Also, wo man denkt so, na, das lässt ja irgendwann mal nach. Nein, lässt es nicht. Innen drin ist da ein bisschen angeraute Qualität, ist so mittelwinddicht, sodass hier Luft rankommt. Das Ding benutze ich als Überpullover. Ich habe noch, damit kriegt man ziemlich viel abgedeckelt. Also damit laufe ich die meiste Zeit dann rum ohne Jacke. Der Mithril Kevlar hat für viele, viele Firmen als Vorlage gedient. Hier, vielleicht kennt ihr den, den von Herkula, der Knight Pullover. Eigentlich ist der Knight genau nachgeschneidert vom Mithril Kevlar, hat auch diesen asymmetrischen Reißverschluss mit dem Zweitreißverschluss davor, ist nur aus Wolle. Also den haben sie sich so, hat Herkula sich so zurechtgeguckt. Und den haben sich eindeutig hier beim Mithril Kevlar, der auch diesen asymmetrischen Reißverschluss hat, abgeguckt. Also das ist das Original. Geiles Teil, endteuer, sauteuer das Ding. Aber wenn ich bedenke, wie viele Jahre ich dieses Teil benutze, zufrieden damit bin, kann ich nur sagen, jo, passt. Ja, ich schmeiß euch mal eben hier meinen Rucksack, den baue ich mal eben auseinander. Ich habe ein paar Sachen auch zu testen, das war für mich wichtig. Ich wollte gerne, ich habe gerade ein neues Expert Andromeda, nicht Andromeda, Expert Orion Extrem, Orion 2 Extrem bekommen. Sehr schönes Zelt, sehr geiler Bunker. Ich wollte mal ein Alak haben von Hilleberg und das Pendant zum Alak, gewichtsmäßig alles eine Grütze, nur ein bisschen geräumiger, ist das Expert Orion 2 Extrem. Und das habe ich bekommen und
habe mir jetzt mal vor, das dieses Mal auszuprobieren. Ist natürlich für eine Person ein bisschen viel Gewicht. Das ist eigentlich mehr so ein Zelt, was man, wo will ich das mal hinstecken? Gut, Kajaktouren, Scheren, selbststehend, zwei Abseiten mit Durchlüftung und so weiter. Richtig geil. Ich mache da ein Review von, das werdet ihr sehen. Wir werden da versuchen, ein paar schöne Aufnahmen für euch zu machen im Harz beim Wandern. Und ja, ich packe mal jetzt weiter aus. Generell habe ich immer so eine Unterlage mit. Ein bisschen eine alte abgeschnittene Everzote. 1 Zentimeter hatte die mal. Was war so? 1 Zentimeter Everzote. Ich werde schon viel hier im Brandloch und am Feuer, um sich irgendwo hinzusetzen, anzulehnen. Und abends dient das dem Hund als Unterlage. Jo, als Regenjacke habe ich hier von Begadi, die wollte ich jetzt mal zum Testen jetzt, weil wir werden wohl ein bisschen Regen kriegen, ist die Frontier One Hardshell mit Gore-Tex, so ein hauseigenes Gore-Tex, also eine atmungsaktive Membran. Da bin ich mal auch ganz gespannt drauf, so ein bisschen Blouson-Form. Jo, hier in der Deckeltasche, hier in der Fronttasche, hier ist so eine Fronttasche. Da habe ich erstmal Messer. Messer muss immer mit. Und hier habe ich ganz neu von Sports Atlantis das Berserker. Und was cool ist, das sind so russische Messer. Handgemachte russische Messer. Ein bisschen einfacher gehalten. Und dieses finde ich voll cool. Wir müssen mal bedenken, 129 Euro. So ein Teil D2 Maserbirke. Richtig cooles Ding, 15 cm Klinge, da könnt ihr ein bisschen rumprügeln, ein bisschen was hacken, möchte ich gern mithaben, finde ich cool. Das kommt mit. Hier in der Fronttasche, ich mache das vielleicht mal ein bisschen runter, dann könnt ihr den Rucksack besser sehen, weil so, ja. Hier in der Fronttasche habe ich den, na, meine von meinem Brenner. Ich habe diesmal mit den Optimus Nova wieder. Mein guter alter Optimus Nova, der hat schon so viele Touren gemacht. Hier mit Windschutz drumherum, um eine Brennflasche, Brennstoffflasche, Futter, so ein bisschen Mettwurst habe ich hier dabei. Und für den abendlichen Umtrunk, wir sind 3 Tage unterwegs und abends mit meinem Kumpel Stefan zusammen wollen wir auch nochmal einen Lumumba trinken, schön Kakao trinken mit Rum. Da ist immer eine kleine Pulle Rum in einer PET-Flasche. Eine geile Sache. Hier auch draußen an der Seite, da ist der Packbeutel vom Exped. Das ist richtig geil gemacht. Exped hat so, also da muss man echt mal sein, also die anderen Zeltmarken richtiger, ja, richtig einfach geben. Hier steht dann vorne drauf Accessoires, hier habt ihr vorne Reparaturset, Reparaturhülsen. Hier oben ist das Fach einmal mit dem Zweitreißverschluss. So, muss ich mal aufmachen. So, hier sind die Heringe dann drinne und hier sind die Stangen. Und das Ganze kannst du dir so an den Gürtel hängen, wenn du dein Zelt aufbaust und hast das immer bei dir. Also es weht dir nichts weg und es ist alles in einem. Das finde ich obercool, weil mir geht diese Büdelei immer so auf den Sack beim Zelt. Wenn die dann, hast du immer 3 Beutel und hier hast du das schon zusammen. So, ich packe mal hier oben weiter aus. Was haben wir hier noch mit? Ich habe natürlich ein bisschen Brot mit. Ich kann im Moment, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Müsli. Diese auf Touren immer Müsli essen. Ein paar Walnüsse, die mag ich ganz gerne. Dann hier noch eine E-Light als Backup-Lampe. Eine Petzl E-Light, Kulturbeutel, Zahnbürste, ich mit meiner Mütze auf dem Kopf, ein bisschen eine kleine Bürste dabei, ein bisschen ein kleines Handtuch, Seife und was haben wir noch, ein bisschen Verbandsmaterial. Des Weiteren hier eine Regenhose, eine alte Regenhose. Des Weiteren hier Reparaturzeug für Zelt, Isomatte, alles mögliche Nähzeug. Da habe ich immer so einen Schraubcontainer. Könnt ihr den erkennen? Da ist alles drin. Die kann man dann so, die kommen aus dem Werkzeug,
Bereich, da war mal ein Fräser drin. Das ist ganz cool. Des Weiteren, so für abends allgemein, ich mag unheimlich gern die Black Diamond Spot. Das ist eine der genialsten, aus meiner Sicht geilsten, kleinsten und leistungsfähigsten Allround-Taschenlampen, Outdoor-Stirnlampen. Das darf man nicht vergleichen mit diesen Tactical-Lampen. Ich finde, diese Tactical-Lampen sind draußen sind die richtig scheiße. Da habt ihr dann die mit den, die haben einfach zu viel Leistung. Hier kann ich zwar auch, die hat 300 Lumen, wenn ich sie im Spot nehme, aber die meiste Zeit nimmt man das nicht. Und hat hier einen ganz schönen Low Beam, man hat hier Rotlicht, man hat hier so ein Minimallicht, um ein bisschen zu beleuchten, vielleicht Leselicht oder sonst was. Und das Ganze eben gepaart mit drei Batterien drin, drei AAA, haben die eine irre Ausdauer. Das heißt, du nimmst einfach eine mit. Vollgepackt mit frischen Batterien, dann hast du tagelang hast du Licht. Und bei diesen taktischen Lampen, sei es Phoenix, sei es die Stirnlampen von denen oder Zebralight, habe ich auch eine, die ist auch richtig super, oder von Nightcore habe ich auch so ein Ding, die benutze ich aber für die Jagd. Da brauche ich einmal vielleicht eine Stunde lang richtig Licht und die lutschen sich auch in der Zeit richtig leer. Und wenn du den falschen Modus mal drin hast, und das passiert öfter mal, denn so auf so einer Tour kann es schnell sein, dass du leer rennst. Und hier hast du einfach konstant gutes Licht. Also die finde ich gerade, ich unterscheide da sehr. Wandern, Outdoor, da nehme ich sowas mit. Jagd, taktische Lampen, da nehme ich für Jagd nehme ich lieber sowas mit, weil da brauche ich Maximum Licht, maximale Leistung und das aber auch nur eine kurze Zeit. Also ich lade die vorher auf, habe die im Jagdrucksack und wenn ich dann dran bin, aufbrechen, nachsuche oder so, dann sind die viel, viel besser für die Jagd als diese Lampen. Aber für den anderen Krempel sind diese den bei weitem überlegen, weil sie einfach viel ausdauernder sind und homogener in der Ausleuchtung. Ja, was habe ich hier noch mit? Ein Kompass für die Karte, ne? Also ich wandere nicht ohne Kompass. Einmal hier so ein Rektalkompass, ne? Und hier mit einem Schrittzähler dran. Ja, das wäre dieses obere Fach. Jetzt geht es mal weiter. Essen hier drin, ne? Ein bisschen Milchpulver. Hier ein bisschen Kakao für abends, ein bisschen, ich habe hier noch Mittagessen, dann nehme ich immer gerne Real Tour Mart mit. Sowas ist cool, also geile Sache. Da habe ich eben ausreichend um satt 3 Tage. Eine Nalgene Trinkflasche, weiterhin hier noch Reservekleidung. Falls es saukalt wird, habe ich hier in diesem wasserdichten Sack mit Membran. Ich habe einmal Handschuhe mit, Reservesocken, die kurze Unterhose, da habe ich nur eine mit, die bleibt auch, die nehme ich gleich raus noch für morgen. Hier habe ich ein Longsleeve von Icebreaker, falls das ziehe ich dann über das kurze Unterhemd unter dem Mystery Kevlar. Dann haben wir hier noch einmal Reservesohlen für Luntax. Luntax hat das geile System, das sind Wollsohlen, die packst du dann raus und nimmst die alten raus zum Trocknen. Wenn deine Schuhe nass sind, hast du gleich wieder trockene Füße, einmal Sockenwechsel, turbotrocken. Hier einmal ein Patagonia Downsweater, den benutze ich auch schon seit Jahren, ein geiles Gerät. Das ist noch die alte Serie, da war noch nicht, das sind diese Schlupfdinger. Da habt ihr hier ein richtig mit 850er Daune, super leicht, super bequem, super warm. Wenn es kalt wird abends, wenn man kaputt ist, hier hat man noch dann so vorne so die Känguru-Taschen. Ne? Da kannst du wie so ein Mufti die Hände dran wärmen. Finde ich super geil, das Ding. Benutze ich schon seit Jahren, immer wieder. Und eine lange Unterhose, so eine ganz leichte Merino-Unterhose. Merino-Wolle, die ist ganz dünn und klein, die gab es glaube ich mal
beim Lidl für einen ganz kleinen Taler. Und dann habe ich noch meine, wenn es kalt werden sollte, für abends und so im Lager, noch meine Icebreaker Beanie mit. Auch Merino. So, das wäre der Teil. Sollen wir ein bisschen sortieren hier. Jetzt geht's weiter. Ausrüstung. Hier. Da haben wir einmal, ich habe hier in so einem alten Sack ist mein Kocher drin und mein Kochgeschirr. Kochgeschirr ist ein altes von Titan-Kochgeschirr von Snowpeak. Hat schon einiges gesehen, ist ein bisschen verranzt vom Feuer und so weiter. Ja, haben wir hier drin. Ach, da ist die Dose mit dem Fett. Ja, hier drin haben wir dann den Optimus Nova. Cooles Teil, super geil. Und das kommt dann wieder hier rein, also auch sehr kompakt, sehr leicht, mit einem kleinen Pfännchen dabei. Käse habe ich mit, Käse muss immer mit. Ich mag gerne Käse, ich weiß nicht wie. Und gerade draußen ist das elementar. Expert Air Pillow, also ein Kopfkissen finde ich immer ganz wichtig, mag ich gerne. Thermarest X-Therm, die Large in der normalen Konturform. Dann habe ich noch einen Wassersack mit von MSR. Wenn man sich mal am Lager, weil wenn man weiter weg ist, kann man sich mal eben Wasser holen. Einmal hier dieses Wildo Kochset. Also ich mag das sehr gerne. Hier habe ich eben einen kleinen gekürzten Spatel. Die gibt es von Fackelmann. Abschneiden, dann passen die hier mit rein. Ein Spork. Salz. Von MSR gab es so eine Wischbürste und dann habe ich hier eben noch meinen Trinkbecher. Passt alles zusammen in so eine Kiste, ist so seit Jahren immer dabei. Ist cool, ist schön, ich mag das. Das ist so wie so eine Lunchbox, hat man immer sein Gerödel dabei, das schnell sauber zu machen. Ja, hier einmal das Expert Orion Extrem mit so einem super kompakten Packbeutel, so ein Rollbeutel. Ich schleppe jetzt diesmal ein bisschen mehr mit, sonst bin ich doch viel, viel leichter unterwegs. Aber hier habe ich jetzt, weil ich eben dieses Zelt auch testen möchte, habe ich schon deutlich, bin ich jetzt hier bei 17 Kilo, was ganz schön viel ist für 3,5 Tage Wandern. Also da bin ich sonst viel, viel leichter unterwegs, bin so eher bei 12, 13, 14 Kilo mit Essen und hier habe ich jetzt bedingt durch dieses Expert-Zelt, man muss das so sehen, das ist ein großes Zelt, im Verhältnis ziemlich groß mit einem Sturmbunker, der teilgeodätisch ist sozusagen und ja, das sind 3,3 Kilo, ist für so ein Zelt dieser Güte ist, weiß Gott, nicht viel und ich kann das auch gut alleine tragen. Ich wollte es gern ausprobieren und ja, deswegen muss mit, ist ein Muss, also dafür wuchte ich denn lieber ein bisschen mehr. Und dann als nächstes habe ich Schlafsack natürlich. Ich weiß nicht, was wir für Wetter kriegen im Harz. Es wird nachts schon ein bisschen frischer sein. Und ich habe den schon eine ganze Weile und dieser super warme, super trockene Sommer hat mir doch etwas hier einen Strich durch die Rechnung gemacht, die ganze Zeit mit meinem Schlafsacktest. Und viele Schlafsäcke konnte man einfach nicht benutzen und jetzt beginnt die Zeit und jetzt werde ich weitere Tests machen. Ich habe hier schon ein paar Mal drin gepennt in dem Ding. Der ist hier in einem wasserdichten Sea to Summit Event Sack. Und hier drinnen schlummert ein Grüzi-Bag Downwool Ice. Ne? Das ist richtig cool. Der ist, ja, da haben wir einen richtig warmen Schlafsack, der mal eben mit Wolle und Daune. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Wiegt 1,5 Kilo. Ist auch natürlich nicht der leichteste, aber es ist eben immer noch
viel leichter als so mancher Kunstfaserschlaf sein. Und ich bin sehr gespannt drauf, wenn er jetzt ins, mit Feuchtigkeit und so weiter, wie er sich da macht. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also, jo, das ist der Grüzi-Bag, den ich dafür benutzen werde, diese Tour. Ja, ansonsten Rucksack ist der Osprey Ceres. Leider gibt es den nicht mehr. Es gibt natürlich irgendein anderes Modell jetzt von dem. Ja, ich mag den einfach gern. Ach so, hätte ich fast vergessen. Ich habe noch eine Säge mit. Meine selbstgemachte Kydex-Säge. Falls wir doch nochmal ein Feuerchen machen, haben wir da noch ein Sägegerät dabei. Ja, das ist eigentlich aus dem Klettersport stammt der. Hat so eine Konturform. Hat hier vorne auch für Karabiner und so weiter hat er Halterungen und das ist cool. Ich habe mich eben an dem scharfen Grat am Kydex geschnitten. Heftig. Jo. Ja, so, den habe ich jetzt, den habe ich schon wirklich zehn Jahre und benutze den immer wieder. Und ja, der ist 50 Liter hat der, aber das sind sehr geräumige 50 Liter. Also Osprey ist cool. Muss mal eben meinen Blutdurst stillen hier. Ja, das ist das Zeug, was ich so mitnehme für diese Tour. Wir machen natürlich auch ein bisschen Genuss. Abends, wie langen Abende, dann sitzt man zusammen, trinkt nochmal einen Kakao mit rum. Und natürlich, das soll auch ein bisschen Entspannung sein. Ausrüstung. Ja, Ausrüstung, da geht immer was. Ich habe sehr viel Ausrüstung und kann immer variieren. Ich hatte erst überlegt, wie gesagt, ich wollte das gerne in den Klettermüsen-Gungner-Rucksack reinkriegen. Plus der hat einen 45 Liter, der ist nicht ganz so groß. Und dadurch, ja, bedingt durch Zelt und diesen größeren, schwereren Schlafsack, habe ich da doch ein leichtes Platzproblem bekommen. Es wäre so mit Pressen reingegangen, aber das finde ich immer nicht gut, wenn ich mal gerade meine Sachen so reingepresst bekomme. Was gibt's noch zu erzählen? Ich glaube, ich bin soweit durch. Ja, Ausrüstung habe ich noch natürlich meine Kamera dann mit, in einer extra wasserdichten Kameratasche. So kann da nichts passieren. Ja, dann bin ich auch komplett. Das sollte eigentlich auch langen. Ich werde natürlich ein bisschen was runterfuttern die nächsten Tage. Da sind so 2,5 Kilo Essen sind hier drin. Das ist eine ganze Menge. Ja, und dann werden wir mal weitersehen. Brot für morgens. Wie gesagt, ich bin morgens. Ich kann im Moment kein Müsli. Da kriege ich richtig das Würgen. Ich weiß gar nicht warum. Seit langer Zeit. Ich habe das sonst immer auf Touren Müsli gegessen. Mir morgens einen Pott gemacht. Das kriege ich im Moment überhaupt nicht runter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, ihr werdet ein paar Reviews werde ich auch machen, gerade zu dem Messer und so weiter, da bin ich auch selber sehr gespannt drauf, hier auf dieses, bei eBay, der eBay Shop Sport Atlantis, also die haben coole Sachen, da müsst ihr mal raufgucken, der Sergey hatte mir dieses hier zur Verfügung gestellt und das ist schon cool, also das ist richtig ein geiler Klopper auch so. Könnt ihr richtig mit Holz machen und Batonen und ja, und wie gesagt, ich finde die paar Taler 30 in Anführungsstrichen, die 130 Euro sind nicht viel für solch eine Qualität. Also das finde ich richtig cool. Das ist richtig schön, das Messer. Ja, morgen früh geht's los, da kommt Stefan zu mir. Freue ich mich schon ganz doll drauf und dann fahren wir ab. Ja, geil. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gucken können, dass ich euch ein bisschen was mal, dass ihr mal einen Blick in meinen Rucksack gepackt habt. Also, I pack in my sack war das heute, aber ich habe den für euch ja nochmal ausgepackt. Jetzt kann ich das Ganze nochmal wieder zusammenpacken und dann schlummert das bis morgen und es geht los. So, vielen Dank fürs Schauen, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth.
Three words, a quiet afternoon.